Als Rintaler ist man mit dem Rhein verwurzelt. Als Laventaler oder Loventaler, wie sie sagen, mit der Lavant. Und wir switchen einmal hin und her, verwandtschaftshalber, eben ins Paradies von Kärnten, wie man im Laventhal sagt. Und dort genau gesagt nach St. Marein. St. Marein ist das Narzissendorf. St. Marein mit rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört politisch zu der Stadtgemeinde Wolfsberg mit über 25'000 Einwohnern. Narzissen gibt es überall, aber hier in St. Marein bergen die Narzissen ein Geheimnis in sich. Sie sind nämlich alle von einer sehr aktiven Dorfgemeinschaft gepflanzt worden. Narzissen zeigen das Engagement von dieser kleinen Gemeinschaft. Aber wie es überall ist, es gibt auch Theater im Dorf. Hier in St. Marein aber im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich Osterfestspiel. Und dann arbeiten diese Gruppe emsig wie die Bienen und Tummeln. An den Ostern war die Premiere, einmal mehr. Und wir haben kurz vorher vor dem Hintergrund von St. Marein mit dem Kaiser von St. Marein geredet, mit dem Ferdi Schweiger. Der Ferdi hat nämlich vor 45 Jahren die Dorfgemeinschaft St. Marein gegründet. Also ich war ein junger Lehrer, bin hier an die Schule gekommen, an den Ort, wo ich auch vorher schon gewohnt habe und hatte das Glück, dass ich meine erste Dienststelle in St. Marein bekommen habe, weil damals sehr, sehr viele Lehrer gefehlt haben. Und das war natürlich für mich toll. Und im Herbst mit dem Schulbeginn habe ich dann gleich angefangen, auch Leute zusammenzufinden, die das erste Theaterstück mit mir gemeinsam dann gespielt haben. Wir waren damals 11 Personen. Und wir mussten die Rollen selbst kaufen, denn wir haben ja wirklich bei 0 Schilling damals angefangen. Und das war das erste Mal, also, dass es Theater im Dorf gab. Du bist also verantwortlich, dass es seitdem immer Theater im Dorf gibt. Aber eigentlich ist Theater. Ansonsten kein Theater, weil deine Dorfgemeinschaft, die schweißt das Dorf zusammen, oder? Ja, wir haben dann ungefähr 3 Jahre lang im Pfarrhof Theater gespielt. Und mit der Zeit haben wir dann begonnen, auch andere Aktivitäten zu setzen. Zum Beispiel Vorträge. Ich war noch Lehrer und habe damals im Rahmen der Erwachsenenbildung, und das war gerade das Thema Mengenlehre, sehr, sehr interessant und virulent. Und da habe ich Professoren der Pädagogischen Akademie aus Klagenfurt eingeladen zu uns her, um die Eltern über das Thema Mengenlehre, die heute schon wieder ganz vergessen ist, zu informieren. Und ein weiterer Punkt war dann, es hat begonnen in Österreich am 26. Oktober mit den Fit-Märschen und Fit-Läufen. Und da haben wir uns eingeklinkt und haben ebenfalls eine Veranstaltung durchgeführt. Und die erste wurde schon von ca. 140 Personen besucht und es wurde teilgenommen. Und die Höchstzahl dieser Veranstaltungsserie war dann 365 Teilnehmer. Und ich bin da ganz stolz darauf, wir hatten damals mehr Teilnehmer als die Großstadt Wolfsberg. Und inzwischen habt ihr 300 Einwohner, eine zusammengeschweißte Gesellschaft. Theatergruppe gibt es immer noch und auch Junge kommen dazu, gell? Da bin ich ganz stolz heuer, wo wir noch 15 Darsteller haben, dass ich eine sehr junge Truppe dabei habe. Also den Jüngsten mit 17 Jahren, 2 mit 18 Jahren, eine mit 19 Jahren und noch einige, die ebenfalls um die 30 herum sich befinden. Also ich kann sagen, es sind eigentlich die Früchte wirklich aufgegangen und der Samen, den ich gesät habe. Und wir haben für unsere Theateraufführungen immer wieder junge, neue, kräftige Leute, die auch Hoffnung machen, dass der Fortbestand in irgendeiner Weise garantiert ist. Die Frage ist nur, wer wird da mal die Verantwortung dafür übernehmen? Dafür habe ich noch niemanden gefunden. Ja gut, aber im Februar warst du 66 und ein bisschen weiser. Also du denkst, es irgendwie geht schon weiter und du wirst sicher bis 100 noch weitermachen, oder? Das nicht. Es gibt einen Fan in unserem Verein, der mir sagt, du bist Obmann auf Lebenszeit, das kann ich nicht garantieren. Aber solange die Arbeit mir Freude macht und ich auch positives Feedback von den Menschen bekomme und auch Mitarbeiter und Mithelfer habe, die mich unterstützen dabei, da sehe ich also kein Problem, dass doch noch einige Jährchen ins Land ziehen werden und ich die kulturelle Arbeit in St. Marein bewältigen kann und auch den St. Marainern etwas bieten kann. Und das tut er mit vollem Engagement. Wir sind bei der Generalprobe dabei gewesen. So. Ja, liebe Zaungäste, ich darf euch heute zur Generalprobe recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass schon heute zur Generalprobe so zahlreich die Leute zu uns gekommen sind. Tut's fleißig applaudieren, damit wir das Gefühl haben, es wären 200 Leute hier herinnen. Wir wünschen euch viel Vergnügen und uns persönlich wünsche ich gutes Gelingen und den Spielerinnen und Spielern ein dreifaches Toi, Toi, Toi.
auf in die Pension Schöller. Leute, das wird ein interessanter Abend werden. Warte, Manfred! Warte, noch nicht abräumen. So, was hast du gebraucht? Es wird alles genau gestoppt. Ein kurzes Gespräch zwischen Opa und Enkel und dann wird umgebaut. Vor den Augen der Zuschauerinnen und der Zuschauer spielt sich ja alles ab im Mehrzwecksaal der Volksschule St. Marien. Und da muss man durch die Ferien nutzen. Die Osterfestspiele, die zeigen das Theater im Dorf. Das nagelt das Dorf eben irgendwie auch zusammen. Das ist das Geheimnis von diesen gelben Narzissen in St. Marien. Ein Geheimnis, das eben zeigt, eine kleine Dorfgemeinschaft vermag sehr viel. Nicht nur mit dem Theater. Jetzt aber wieder zurück zum Theater. Und da sehen wir eben dann die Jungdarstellerinnen und Darsteller. Mein Leben ist ein wahrer Roman. Das müssen Sie mir erzählen. Sie erlauben doch, dass ich mir Notizen mache. Aber bitte. Wie rührend. So wuchs ich denn als elternlose Waise heran. Und mein Vater sagte jeden Tag. Aufpassen tut der Ferdi. Und natürlich, so viel gibt es eine Besprechung und er sagt der Sabrina, muss ein bisschen lauter sein, sonst ist alles super gut gemacht. Und dann kommt der jüngste Darsteller, der Ali. Das ist übrigens mein Neffe und der kann in dem Theater das L nicht sagen und sagt darum immer N. Entschuldigen Sie, dass ich in meiner Entrüstung die Züge schießen ließ. Wie redet denn der? Aber Sie werden es begreiflich finden, wenn ich Ihnen sage, dass mein Onkel Schöller mir verboten hat, der Gesellschaft etwas vorzubeknallieren. Das muss ein unheilbarer sein. Mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Ja, ich heiße Ladislaus Oberhofer. Aber Sie können ruhig Lazi zu mir sagen. Lieber nicht, lieber Herr Ladisnaus. Ladisnaus mit Öl. Ja. La, la, la. Ja, ich sage ja, na, na, na. La, 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 la. Na, 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 na. Sie müssen nämlich wissen, der schreckliche Buchstabe N macht mir einige Schwierigkeiten. So, das hätte ich gar nicht bemerkt. Ja, und deswegen will mein Onkel Schöner mir nicht seine Einwilligung geben, dass ich zur Bühne gehe. Im Hintergrund St. Marien, im Vordergrund der Langzeitobmann, Pensionist im Unruhezustand. Theater ist aber ja nur ein Teil dieser Dorfgemeinschaft, oder? Das ist richtig. Unsere Dorfgemeinschaft ist sehr, sehr vielfältig und ich sage zum Beispiel, es gibt kein kulturelles Feld, das wir nicht schon beackert und urbar gemacht haben. Wir haben also die sportliche Seite, wir haben eine Turnergruppe, wir haben im Sommer das Walken, wir machen Radtouren, wir gehen wandern. Die Frauen haben unter dem Titel Trittstratsch Zusammenkünfte, wo also sämtliche Techniken, neue Techniken des Handwerkens, des handwerklichen Gestaltens probiert werden und gleichzeitig ist es auch ein bisschen, wie man so sagt, Tritsch und Tratsch, also ein bisschen Gespräch, was tut sich im Ort, was könnten wir noch machen und manchmal kommen da sogar Ideen, die wir dann versuchen zu realisieren. Du warst Volksschuldirektor, jetzt bist du Direktor von St. Marien oder wie siehst du das? Manche Leute sagen zu mir und ich sage mal, ich bin zwar einerseits stolz darauf, muss das aber gar nicht so hören. Der Bürgermeister von Wolfsberg sagt immer, wenn er zu uns kommt, das Wort hat jetzt der Dorfkaiser und ich bin ein Dorfkaiser, aber ich habe nicht die Agenten und von mir aus auch die Macht, Dorfkaiser zu sein. Ich bin für die Menschen da, ich tue etwas, aber ich habe keinerlei Machtansprüche an irgendetwas in dieser Richtung. Engagement und Bescheidenheit, das passt, gerade auch zu der Ostern. Zu Ostern passt aber auch das, der Kärntner Rheinling. Ein spezielles Gebäck. Bitte kein Gugelhopf, sagt mein Schwager, der Geri, der Koch ist. Es hat zwar die Form von einem Gugelhopf, aber es ist ein Gärnteig, es ist etwas anderes und schmeckt vorzüglich. Früher hat man den Rheinling in einen Topf gemacht. Dann ist man drauf gekommen, man könnte es in einer Gugelhopfform machen, aber eben, es ist kein Gugelhopf. Wenn du es nicht macht. Morgen ist der Zucker wieder hart, oder? Damit wir sehen, ob das ein Erfolg ist oder nicht.
Ja, das ist natürlich frisch, saftig. Ja. Wichtig ist aber auch die Weihe von dem Osteressen. Schinken, Wurst und was alles sonst noch dazu gehört. Für die Durstigen auch das Bier. Die Kirche St. Marein ist ein Magnet. Dort können Leute von überall her. Bei der Weihe trifft man sich und gedenkt zusammen der Osterbotschaft. Das ist am Samstagmorgen, so gegen die 10 Uhr. Wenn der Pfarrer dann durch die Reihe marschiert und die Speisen segnet und man spürt, ihm macht es Spass. Es gibt dann noch ganz andere Brüche, zum Beispiel am Samstagabend die Auferstehungsfeier mit der Lichterprozession durchs Dorf St. Marein oder dann die traditionelle Familienwahlfahrt am Ostermäntig nach Siegelsdorf mit so Osterüberraschungen für Kinder. Ihr könnt Eier suchen, meine Kinder waren auch schon dabei gewesen. Super, was man sich da alles einfallen lässt, eben gerade auch für Kinder an Überraschungen. Und dann etwas ganz Wichtiges, auch das Feuer, der Haufen hier, Reikaufen, sagt man. Ich habe dann gefragt, dass es heisst, sie sollen selber ein bisschen studieren. Reik kommt wahrscheinlich von Rauchen. Also der Rauch, das Feuer, das ist etwas ganz Wichtiges für die Region. Mit dem Feuer, wo übrigens zuerst Kind eben das gesegnete Feuer von jemand anders her geholt haben und dann mit einer Reikaufen, also mit Baum, Schwemm das Feuer hier angezündet haben. Mit dem Feuer wiederum zünden wir dann eben das Osterfeuer an. Und das Osterfeuer, das spielt ganz eine wichtige Rolle. Mein Neffe, der Gabi, hat mir es so erzählt. Die Türken haben um unsere Mauer sind sie gestanden und haben gewartet, bis der perfekte Moment gekommen ist, um uns zu vernichten. Und dann ist irgendein Soldat gekommen und hat Heu angezündet und dann und überall, dann haben sie gedacht, da sind überall Lager und Truppen und dann sind sie weggegangen. Wer von denen will den Osten abbrennen singen? Ja, ich hab und darum werden eben alle das Feuer hier sehen, auch heute noch. Natürlich ist heute auch ein gesellschaftliches Ereignis, aber damals natürlich ist es etwas Wichtiges gewesen, wo nämlich 1480 Türken ins Laufental eingefallen sind und Dörfer und Städte verwüstet haben, so erzählt man sich das, da sind die Menschen auf die Hänge der Choralpe und der Saualpe geflohen. Das sind die gegenüberliegenden Bergzüge. Und dann wollte man sich verständigen von der einen zu der anderen Talseite. Aber das ist nicht gegangen, weil kein Bote hat den Gang durchs Tal geschafft. Alle sind von den Türken abgefangen worden. Am Ostersamstag hatte einer der Bauern eine Idee. Man könnte es doch mit Feuerzeichen probieren. Die Feuer waren schnell gemacht. Und wie man später erfahren hat, haben dann wegen diesen Feuer die Türken Reis ausgenommen, weil sie gemeint haben, es sei ein grosses Kriegsheer, das ihnen entgegenkam, um sie zu vernichten. Und seit dieser Zeit zündet man eben im Laufental in jeder Osternacht, am Ostersamstag, das grosse Feuer an. Es ist schwer tun, das Feuer. Aber dann, dank der Gemeinschaft, dank den vielen Jungen, die probiert haben, das Feuer in Gang zu bringen, sodass es richtig brennt hat, dank dieser Gemeinschaft ist es eben dann möglich gewesen. Und dann ist das Feuer in voller Pracht da gestanden. Und dann hat man eben daran gedacht, was damals, 1480, das Feuer bewirkt hat. Puchten! Wenn nicht mehr! Schau, wenn die nächste kommen. 20. Ja, und wenn ihr jetzt selber Feuer gefangen habt, dann geht doch selber mal ins Laufental, in die Perle von Kärnten. Könnt selber schauen. Es muss nicht in der Ostern sein, es darf in der Ostern sein, aber im Laufental gibt es immer etwas zu sehen.